Guten Tag, wir sind es wieder, Professor Green und ich. Wir starten auch gleich mit unserer zweiten Mission. Aber wir verreisen nicht etwa in ferne fremde Länder. Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Und wir zeigen Ihnen weiter, wie Sie Ihr Heim mit mir noch etwas wirtschaftlicher und umweltfreundlicher gestalten können. Die Beheizung von Gebäuden kann individuell und mit sehr unterschiedlichen Mitteln erfolgen. Dementsprechend variieren diese auch in ihrer Leistungsabgabe sehr stark voneinander und liefern folglich auch sehr unterschiedliche Temperaturen. Hier komme ich ins Spiel, denn ich organisiere alle eingebundenen Wärmeerzeuger so effizient wie kein anderer. Schauen wir uns diese einmal einzeln und im Detail an. Als erstes Öl-, Gas- und Pelletsheizkessel. Die Brennwerttechnik mit Öl und Gas hat sich als Energieträger immer mehr durchgesetzt. Doch leider kennt diese Heizungsart nur zwei Betriebszustände: Vollgas oder Stillstand. Meistens wird jedoch nicht die volle Leistung benötigt. Und so ist es wie bei einem Auto, das im Stau steht. Der Brenner fährt hoch und wieder runter. Nicht gerade optimal. Oder was meinst du, Professor Green? Klar. Optimal wären natürlich möglichst wenige Unterbrechungen, sodass ein gleichmäßiger Durchlauf besteht. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich wirke sozusagen als Wärmebatterie. Ich puffere die Wärmenachfrage und vermeide damit häufiges Ein- und Ausschalten. Das spart Energie und lässt den Brenner länger leben. Als nächstes die Solaranlage. Auch für eine Solaranlage erweise ich mich als besonders nützlich. In Deutschland verfügen wir nicht immer über reichlich Sonnenschein, sondern eher... Professor Green, ich würde sagen, du hast es auf den Punkt getroffen. Schwankende Temperaturen, geringe Sonnenscheindauer und Intensität führen häufig zu einem Ungleichgewicht zwischen Energieangebot und Energiebedarf. Um also einen besonders hohen Energieertrag der Solarwärme zu erreichen, benötigen Sie mich. Ich kann trotz schwankender Temperaturen und ohne diese zu vermischen, heizen. Ideal für Großflächenheizungen wie Wand oder Fußboden. Die Speichersysteme für die Nutzung der Solarwärme gelten bereits als sehr ausgereift. Trotzdem kann man immer noch Möglichkeiten entwickeln, die eine Verbesserung der Leistung gewährleisten. Klar gibt es da etwas aus dem Hause Ratiotherm. Was für eine Frage, Professor Green. Oskar-Sol-Flachkollektor ist kein gewöhnlicher Sonnenkollektor. Anders als reine Schönwetter-Solaranlagen lässt sich mit diesem Flachkollektor jeder noch so kleine Sonnenstrahl einfangen. Und das selbst an bewölkten Tagen. Weiter geht es mit den Wärmeerzeugern, Holz und Kachelofen. In der kalten Jahreszeit wünschen sich viele ein warmes Zuhause. Wassergeführte Kaminöfen sind dafür ideal. Diese können mich zusätzlich mit Wärme versorgen und ich kann damit effektiv die Hauptheizung unterstützen. Über einen Wärmetauscher gibt der Kaminofen wasserführend Wärme ab. Diese kann dann zeitverzögert und sobald Bedarf entsteht genutzt werden. Beispielsweise für Warmwasser zum Baden und Duschen. Und last but not least, die Wärmepumpe. Sie ist wohl die kostensparende und umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Heizungsanlagen. Ich kann hier in vielerlei Hinsicht genutzt werden. Da der Warmwasserverbrauch in der Regel nur zu Spitzenzeiten sehr hoch ist, hat die Wärmepumpe lange genug Zeit, warmes Wasser zu erzeugen. Dieses wird in mir zwischengespeichert. Denn eine Wärmepumpe hat einen hohen Wirkungsgrad. Sie erzeugt dreimal mehr Energie, als sie an Strom verbraucht. Ja, da gibt es auch etwas von Ratiotherm, Professor Green. Oskar Max Sol 2 ist eine hocheffiziente, solarkombinierte Hybridwärmepumpe und erreicht dadurch einen einzigartig hohen Wirkungsgrad. Der Unterschied zu anderen Wärmepumpen liegt in der intelligenten Kombination aus Außenluftwärmepumpe, Solaranlage und Oskar Schichtspeicher zu einem hocheffizienten Gesamtsystem. Wie Sie sehen,
Ich ermögliche es jedem Wärmeerzeuger, seinen idealen Betriebszustand zu erreichen. Art und Hersteller spielen dabei keine große Rolle. Nur meine Größe müssen Sie an den Wärme- und Speicherbedarf anpassen. Es gibt mich nämlich in verschiedenen Größen. Oskar 06 ist die kostengünstige Lösung für kleinere Häuser mit einer Fläche bis zu 150 Quadratmetern. Für Gebäude über 150 Quadratmetern und Altbauten gibt es meinen großen Bruder, Oskar 10. Und falls das nicht reicht, Sonderschichtspeicher in unterschiedlichster Ausführungs- und Anwendungsvielfalt sowie Größenordnungen für fast alle Leistungsbereiche. Und ist der Speicher zu groß oder die Türen zu klein, kein Problem. Was nicht passt, wird passend gemacht. Alle Schichtspeicher und Sonderschichtspeicher sind in Einzelteilen lieferbar und können direkt vor Ort von unseren geschulten Partnern in nur kürzester Zeit montiert werden. Das schweißt zusammen, nicht wahr, Professor Green? Und wieder einmal zeigt sich, Oskar, ich bin mehr als nur ein Schichtspeicher. Mission 2 completed! Aber aller guten Dinge sind drei und so sehen wir uns sicherlich in Kürze wieder.